Guten Tag. Ich wollte gar nicht die Kasse, ich wollte offiziell. Ich wollte offiziell einkaufen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu A Little Big Adventure. Wir befinden uns nach wie vor im Hafen der Hauptinsel. Wir sind zu Ende des letzten Videos hier angekommen. Ja, der belästigt mich immer wieder mit einem Fahrschein hier, sobald ich nur an ihm vorbeilaufe. Ich meine, im Originalspiel war es immer so, man musste erst eine Aktionstaste drücken, um mit Leuten zu interagieren. Hier machen sie das teilweise automatisch. Das finde ich jetzt ein bisschen nervig, du darfst ihnen also quasi nicht zu nahe kommen. Jetzt haben wir da vorne so einen Dicko, den können wir doch. Wir haben einigermaßen Power in the Magic. Das heißt, wir können versuchen, den... Dann brauchen wir jetzt wieder leider den Stick. Ah, der ist nicht so wirklich... Also heute hilft er uns nicht weiter. Moment. Ich kann jetzt leider auch nicht den Wurf abbrechen. Können allerdings probieren, ein bisschen raus zu zoomen. So, jetzt. Nein. Der will das nicht, ne? Der will gar nicht. Ich kann ja mal gucken, ob der mich vielleicht so vorbeilässt. Können Sie einfach mal probieren. Ja, wird auch gar nicht auf mich geschossen oder so. Ist ja in Ordnung, soweit. Oh. Okay, da darf ich wohl nicht rein. Okay. Ja. Probierst du einfach mal so an dem Dicko vorbei. So direkt, so straight, da oben lang. Ja. Auch das. Schlecht. Und probieren wir es mal über die indirekt. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber es müsste eigentlich. Ja, so halb legal. Allerdings ist da auch wieder so ein. Müsste ich jetzt mal schauen. Moment, jetzt lesen wir erstmal, was da steht. Weiß ich jetzt nicht mehr ganz so genau. Es kann natürlich sein. Willkommen auf der Hauptinsel. Willkommen auf der Hauptinsel. Ja, da sind wir. Da sind wir nun. Alles stark militärisch kontrolliert hier, ne? Sehen wir. Ich weiß aktuell nicht wirklich. Oh ja, Herzen. Wir sollten auf jeden Fall Herzen sammeln. Sehe ich gerade. Und Magic. Ist auch krass. Also wir... Gut, jetzt können wir natürlich vielleicht davon ausgehen, dass da oben eventuell... Ne, da geht nichts zu verschieben. Also ich kann es echt nicht sagen, wo wir hier lang müssen. Aber ich könnte mir vorstellen, war bei dem Hasi-Klon vorbei. Jetzt schauen wir uns aber erstmal hier um. Es ist ja vielleicht auch einfacher, als wir denken. Okay, 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 alles in Ordnung. Meine ganzen Kleeblätter. Also ist nicht so einfach. Ganz, ganz offensichtlich nicht so einfach. Wir müssen schauen, wie wir hier weiterkommen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ja, wissen wir jetzt. Also... Sie brauchen einen Fahrschein für... Halt den Mund. So, auf jeden Fall, ja, wir sollten jetzt mal schauen, wie es hier vorangeht. Es ist 14 Jahre her ungefähr, vielleicht sogar 17. Ich glaube sogar eher 17. So. Machen jetzt einfach mal den direkten Weg hier. Scheint einigermaßen funktioniert zu haben. Zoomen wir mal ein bisschen raus, dass wir hier sehen, was hier abgeht. Okay. Hier ist einigermaßen, ich sag jetzt mal, moderate Militärpräsenz. Okay. Ja, ja, das sind dann auch die Abwehrmechanismen hier schon etwas aggressiver, wie man sieht, ne? Ich weiß momentan auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht, was ich tue. Vor allem nicht, wo ich es tun soll. Da ist das Zeichen von Sendel, deswegen ist das hier ganze, das Ganze hier auch so extrem bewacht. Der hat mich auf jeden Fall noch im Fokus hier, deswegen... Ja, der hat mich auch im Fokus.
Aber wenn man schnell genug rennt, dann treffen die einen schlicht und ergreifend nicht. Ich schätze mal, hier hinzugehen ist jetzt erstmal noch nicht so eine gute Idee. Also wie gesagt, dadurch, dass das tatsächlich 17 Jahre mindestens her ist, dass ich das Spiel gespielt habe, kann ich das jetzt so genau gar nicht mehr sagen. Da hat er sogar... Heide, nein, da hat er sogar ein MG stehen, ne? Also es ist gar nicht so, dass ich jetzt hier genau wüsste, was zu tun ist und wie, was, wo. Öffnungszeiten der Bibliothek der Hauptinsel. Praktisch dauernd geöffnet. Das ist eine tolle Bibliothek. Ja. Wir müssen uns hier jetzt mal noch ein bisschen weiter umschauen. Also nach wie vor suchen wir natürlich unsere Frau, die wurde mitgenommen, wurde abgeführt. Und da sie ja nun nicht auf die Zitadelleninsel verbracht wurde, beziehungsweise auf der Zitadelleninsel geblieben ist, muss sie zwangsläufig ja irgendwo anders sein. Und ja, wir werden versuchen rauszufinden, wo das ist. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Was wir jetzt allerdings hier machen müssen, ist in der Bibliothek ein bisschen was rausfinden. Ich meine auch, hier müssen wir so ein bisschen rätseltechnisch uns verlustieren. Guten Tag. Ich wollte gar nicht die Kasse, ich wollte offiziell einkaufen. So. Der bleibt jetzt, glaube ich, da stehen. Egal. Guten Tag. Ich suche eine Freundin. Wir fragen uns jetzt einfach mal ein bisschen durch. Ich weiß nicht, wo sie sind. Bedauere. Ich habe dies aus einem Buch gerissene Blatt gefunden. Dort steht: Bewegen Sie einmal den mittleren Hebel, dann einmal den rechten Hebel. Das ist sicher die Lösung eines Problems. Einmal den mittleren Hebel, dann einmal den rechten Hebel. Ja, schauen wir mal. Guten Tag. Ich suche eine Freundin. Sie wird von zwei Dico-Klonen eskortiert. Tut mir leid. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Dem Buch hier zufolge gibt es einen See klaren Wassers in Himalaya, im Nordosten der Hauptinsel. Wussten Sie, dass diese Himalaya-Kette unüberwindlich ist? Sie stellt die Grenze zur Nordhalbkugel dar, die Dr. Funbrock evakuiert hat. Dort ist anscheinend die Sonne zu nah. Die Hitze ist unerträglich geworden und die Klimaveränderungen haben mutierende Monster zum Vorschein gebracht. Wenn man bedenkt, bei dem, was der gute Doktor für uns tut, dass Rebellen ihn bekämpfen, eine wahre Schande. Ja, genau. Du weißt gar nichts, Mann. Du weißt gar nichts. Egal. Also einmal mittlerer Hebel, einmal rechter Hebel hat uns der, müsste ein Pummel sein, da gesagt. Das heißt, das müssen wir irgendwo anwenden. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, aber es ist, wenn ich mich recht erinnere, schon hier irgendwo in der Bibliothek. Nichtsdestotrotz gilt es, sich jetzt hier noch ein kleines bisschen zu informieren. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas herausgefunden. Ich suche eine Freundin. Sie wird von zwei Dico-Klonen eskortiert. Ich weiß nicht, wo sie sind. Wussten Sie, dass Dr. Funbrock Büsten seines Bildnisses hat aufstellen lassen, um uns zu beschützen? Alle, die keine Sockel haben, werden auf uralte Spiegel gestellt. Da diese unzerstörbar sind, sieht man sie wenigstens nicht mehr. Also sie werden auf uralte Siegel gestellt, nicht auf Spiegel. Und dreimal könnt ihr raten, wessen Siegel das sind, auf die ja gestellt werden. Hieraus ergibt sich dann auch schon der Gedanke, dass man eventuell die ein oder andere Funfrock-Statue vielleicht mal wo wegschieben muss. Irgendwann. Soll ich mal ein bisschen weiter rauszoomen? Ein bisschen mehr Überblick. Ich muss jetzt diese Stelle finden, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich es jetzt gleich finden muss. Auf jeden Fall die Stelle, an der man einmal den mittleren Hebel und einmal den rechten Hebel betätigen muss. Da ist auf jeden Fall immer noch der Soldat. Das heißt, da wird nachher wahrscheinlich der Ball zum Einsatz kommen. Ich bleibe jetzt aber trotzdem nochmal ein bisschen hier, um zu gucken, ob sich hier nicht noch irgendwas rausfinden lässt. Und meine Nase juckt heute. Es ist unglaublich. Aber das liegt sicherlich auch an den im Haushalt existierenden Katzen. Leitungswasser trinken darf, aber es hat einen komischen Nachgeschmack. Demjenigen, der es aufbessert, könnte ich das Geheimarchiv dieser Bibliothek öffnen. Ein echtes Privileg. Okay. Geheimarchiv, ne? Wäre gut zu wissen. Beziehungsweise wäre gut hinzugelangen.
Das Wasser schmeckt komisch. Ja, vielleicht kann ich da mit dem Wasser ja irgendwas machen. Ich weiß nur nicht genau, wo. Doch, jetzt weiß ich es wieder. Ich muss irgendwo in die Kanalisation und muss da, ich glaube, diesen roten Sirup reinkippen ins Wasser, damit das wieder schmeckt. Jetzt gehe ich aber erstmal trotzdem zu dem Dicko da und frage den mal, ob der eventuell was gesehen hat. Hallo, Dicko. Guten Tag. Ich suche eine Freundin. Ich würde dir gerne helfen, aber außer Kino kenne ich wirklich nichts. Viel Glück. Außer Kino. Und wo ist denn Kino? Ich bin ein Fan von Star Wars. Ein Fan. Die nächste Folge der Saga erscheint demnächst. Darum habe ich bereits meinen Platz im Vorführraum reserviert. Okay. Erwartet auf Star Wars. Ich habe eine Errungenschaft. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Aufnahme sieht. Ich habe eine Errungenschaft. Konnte jetzt nur leider nicht lesen, was war ein bisschen zu klein. Okay. Also, es sieht für mich ja tatsächlich so aus, dass ich irgendwie wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich in die Kanalisation muss, um ja, das Wasser aufzubereiten. Im Anschluss daran wird mich der gute Hase da zum Geheimarchiv führen, wo es mit Sicherheit zwei Hebel zu betätigen gilt. An dieser Stelle hier werde ich jetzt aber erstmal... den... Hallo? Herrn Soldaten ausschalten müssen, damit ich hier wieder rauskomme. Unbehelligt. Ja, ich würde eigentlich gern was kaufen hier, ne? Aber ist egal. Wir gehen erstmal wieder raus. So. Also, irgendwie in die Kanalisation. Und... gut, dass die Sachen hier wieder respawnen, nachdem man einmal einen Bereich verlassen hat. Jetzt würde ich gerne so einen Raum finden, in dem ganz, ganz viele Herzen rumliegen. Auf der anderen Seite würde ich auch sehr gerne irgendwo hin, wo ich das Wasser aufbereiten kann. Der rennt. Naja, ich renne einfach weiter. Ich könnte die natürlich auch alle mittels meines magischen Balls wegschießen. Okay, das hier ist alles... also da wollte ich jetzt, glaube ich, gar nicht hin. Da wollte ich, glaube ich, gar nicht hin. Das war keine gute Idee. Yes. Jetzt hat es sich erledigt. Keine Kleeblätter mehr und nix, ne? Game over, sagt es mir. Ja. Dürfte allerdings nicht allzu schlimm sein. Wir spielen einfach... weiter... und zwar Hauptinsel Militärlager. Ja, wenn es natürlich blöd läuft, schauen wir mal. Wenn es blöd läuft, sind wir jetzt genau an so einer Stelle, wo wir gleich... genau, wir gehen einfach wieder zurück. Also, den automatischen Speicherpunkt in allen Ehren, aber das hier ist Quatsch. Also, wir haben zumindest mal nicht wieder müssen im Hafen anfangen. Das ist ja eigentlich ganz gut. Und ich kann natürlich erneut ein bisschen Magie sammeln. Was ich jetzt allerdings auch unbedingt wieder sammeln sollte, wären Kleeblätter bzw. Behältnisse für Kleeblätter. Ja. Gleichzeitig stelle ich fest, ich habe hier eigentlich, glaube ich, noch nichts zu suchen. Trotzdem gehe ich nochmal hier hoch, um zu gucken. Ne, es ist tatsächlich so, dass hier nichts weiter geht. Ich muss hier erstmal wieder weg. Und muss mich im vorderen Bereich der Insel ein bisschen mehr umschauen. Bis jetzt hat ja auch niemand so wirklich Infos gehabt, was den Verbleib der Freundin angeht, ne? Da ist einer... unten? Okay, ist alles gut. Ist alles gut. Da in das Tor wollen wir auch noch nicht so wirklich. Moment mal. Hier müssten wir jetzt eigentlich... ja, genau. Das bleibt mal. Da war eine Tür, die auf uns zuging. Auf jeden Fall eine Möglichkeit da vielleicht... egal. Gehen wir einfach mal hier lang. Das sieht doch ein bisschen lustiger aus hier. Normale Zivilisten. Hallo? Hallo? Hä? Warum rennen Sie denn weg?
Hey, hallo Pummel. Guten Tag. Man spricht hier nicht mit irgendjemandem. Beweise uns, dass du nicht im Dienst des Wundfrogs stehst. Ich weiß nicht, schlag einen Klon nieder. Ja, okay. Ich schlage einen Klon nieder, dann mögen die mich alle hier. Deswegen sind die wahrscheinlich jetzt auch gerade weggerannt. Also das heißt, hier wohnt der Widerstand. So ein kleines bisschen. Und die dürfen das natürlich nicht nach außen hin zeigen. Jetzt muss ich mir hier ein... Oh, oh! Das gibt's doch nicht. Scheiß die Wand an. Okay. Direkt das Pflaster mit auf die Backe geschnalzt hier. Das ist vielleicht auch nicht ganz schlecht hier. Ne? Schauen Sie doch. Das ist ein komischer Stein dort hinten in der Mauer. Ich könnte doch ausbrechen. Okay. Ja, also der hochintelligente und völlig in seiner Arbeit untergegangene Kollege kommt jetzt hier reingelaufen wahrscheinlich und wird sich... Schauen wir uns das mal an. Diesen merkwürdigen Stein mal anschauen. Dreimal dürft ihr raten, was ich gleich tun werde. Ganz merkwürdiger Stein da. Guck dir den Stein an. Guck. Siehst du das? Siehst du das? So. Einfacher geht's ja bald nicht. Also jetzt sind wir zumindest mal in einer anderen Einrichtung hier, die wir, aus der wir ausbrechen können. Ja, den Text kennen wir auch schon, den breche ich ab. Ich werde jetzt auch immer, wenn ich jemanden frage, ich suche eine Freundin, sie wird von zwei Deko-Klonen eskortiert, ich werde das abbrechen, weil das kennt ihr schon zu Genüge. Ich bin der Meinung, diese Tür hier geht nicht auf. Ich habe jetzt ja auch keinen Schlüssel bekommen. Wir gucken aber trotzdem. Doch, die ginge auf. Aber ich könnte, glaube ich, auch zu dem Fenster raus. Lasst es mich mal kurz checken. Ja, genau. Genau, und vor der Tür ist nämlich der Deko. Ich repariere die Antennen. Twinsen, ich breche aus. Der Weihnachtsmann. Hey, wir haben doch gerade eh Adventszeit. Komm. Der Weihnachtsmann. Alles klar. Das ist ein netter Soldat. Schwierig. Ist jetzt halt der Deko da vorne, ne? Ich kann versuchen. Ja, ist gut. Breche ich ab. Ist klar. Komm, mach das mal mit dem Stein hier. Schauen Sie. Ja, ja. Komm rein. Guten Tag. Ich suche eine Freundin. Sie wird von zwei Deko-Klonen eskortiert. Ein komischer Stein? Gut. Schauen wir uns mal den Stein an. Also, wir haben festgestellt, ja, um es mal mit Patricks Stimme zu sagen. Ich nenne den Kerl jetzt einfach Patrick, weil er klingt so. Guten Tag. Ich suche eine Freundin. Also, der ist ziemlich doof, ja, den machen wir weg. Wenn wir zur Tür rausgehen, dann ist direkt der Deko da. Wenn wir zum Fenster fliehen... Du hast soeben... Ja, müssen wir schauen. Also, auf jeden Fall müssen wir irgendwie da raus, ne? Tür ist schlecht, da steht er direkt. Wir können mal versuchen, irgendwie vorbeizurennen. Ansonsten, wenn wir jetzt nochmal erwischt werden, Videolänge wäre sowieso erreicht, müssten wir halt schauen, wie wir da weiterkommen. Immer noch der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann. Ja. Ah, ich weiß es natürlich. Ich bin ja dumm. Bin ja ein dummes Stück. Ich bin ja ein dummes Stück. Ne? Also sehr dumm. Ja, also so. So lächerlich das jetzt aussieht, aber es so funktioniert es. Und es dauert halt auch seine. Okay, der fühlt sich Gott sei Dank nicht von mir persönlich angegriffen. Dadurch, dass er Körperkontakt mit mir aufgebaut hat, beziehungsweise ich mit ihm. Ja. Also. Das ist aber schön. Jetzt haben wir auch wieder volle Energie, das ist ein Vorteil. Wir haben einen... Haben wir ein Kleeblatt oder haben wir keins? Ich weiß es nicht. Ah, wieder ein Soldat da vorne. Ah, jetzt weiß ich aber auch, wo wir sind, glaube ich. So in etwa. Jetzt können wir mal gucken, ob wir da rein können.
Tür ging ja vorher mal auf, jawohl. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Wenn wir mal kurz mit dem Kameraden hier reden. Guten Tag. Ja. Soll ich einen Fahrschein für die Fähre kaufen? Ich mache das, glaube ich, später. Ich brauche jetzt keine Fähre. Ich muss hier noch ein paar Sachen erledigen. Das interessiert mich nicht. So, und Sie? Unmöglich, hier auch nur einen einzigen Föhn loszuwerden. Einer meiner Kollegen ist bereits dabei, Kunden zu werben. Wenn das so weitergeht, suche ich es auf einer anderen Insel. Gib mir doch einen Föhn. Guten Tag. Ich habe tatsächlich die ganze Insel besucht. Aber diese Leute habe ich nicht gesehen. Unmöglich. Ja, ist ja gut. Ruhe mit deinem scheiß Föhn. Ich muss ein bisschen kinderfreundlicher reden. Es ist ja tatsächlich auch ein kinderfreundliches Spiel. Ein Häftling namens Vincent ist ein Häftling. Jeder, der ihn sieht, soll es dem nächsten Klon melden. Ja, sparen wir uns jetzt auch einfach mal. Einfach damit hier ein bisschen was vorangeht. So. Ein Herz. Toll, jetzt habe ich voll. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt mal hier. Ist, denke ich, eine ganz gute Stelle, um das Video zu beenden. Wir haben jetzt gerade keine Feinde um uns, die auf uns ballern oder ähnliches. Können somit jetzt mal die Möglichkeit nutzen, hier vielleicht so ein bisschen uns zu orientieren und ja, bevor wir uns wieder unter starkes Feuer begeben, ein kleines bisschen auszuloten, wie wir denn hier weitermachen. Das machen wir im nächsten Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gern Däumchen nach oben da lassen. Und gegebenenfalls abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja, Glöckchen aktivieren, wenn ihr das möchtet, auch. Und natürlich im Kommentarbereich, wenn ihr irgendwas zu dem Spiel sagen möchtet, wenn ihr es vielleicht auch aus eurer Kindheit kennt, so wie ich, positive Erinnerungen daran habt, oder aber es euch noch gar nichts sagt, ihr das hier jetzt zum ersten Mal seht, kann ja durchaus sein, dann gerne im Kommentarbereich, können wir darüber diskutieren. Dann nochmals herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss.